Servus, meine Lieben. Willkommen bei Star Citizen Voucher in der Alpha 3.0 mit unserem Alterle hier am Steuer der Cutlass Blake, Leute. Unser Schiff für diese Staffel. Wir fliegen gerade noch über Jela. Ich hatte Anfang der Woche so ein bisschen einen holprigen Start. Der ein oder andere hat es mitbekommen durch Ausfälle in den anderen Staffeln oder auch hier. Ich glaube, Montag haben wir den Ausfall gehabt bei Star Citizen. Leute, ich bin tatsächlich hier offscreen, habe mir Musik angemacht, habe mir ein Whisky eingegossen, kann man mal dazu sagen, und bin hier rein, einfach irgendwo gelandet auf Jela und war spazieren. Und habe so meinen inneren Frieden gefunden. Das ist der absolute Hammer. Also ich kann hier richtig tierisch gut entspannen. Wir sind jetzt, lass uns mal kurz nachschauen, Leute, noch 88 Kilometer vor unserer Area weg. Unser Trip war ja das Ziel, hier zu landen, Spaß zu haben, den Außenposten anzugucken und auf dem Heimweg ein bisschen Ware oder Fracht mitzunehmen, damit wir auch mal den Handelsvorgang abgeschlossen haben. Das wird heute fällig sein, so dass es im nächsten Clip dann weitergeht in den Wirkungsbereich von Selin. Da möchte ich mit dem nächsten Clip eintreten, mit der Aurora erstmal Korea anschauen. Nicht nur, weil wir es vielleicht brauchen können, sondern weil ich es auch sehen möchte, so dass wir dann im Clip darauf wahrscheinlich mit der Cutlass auf Selin landen werden. Aber jetzt eins nach dem anderen schließen wir erstmal dieses hier ab. Nochmal ganz kurz reingeschaut. Einen kurzen Anmerker habe ich noch. Wunderschön. Also hier so einfach so drüber gleiten ist genauso cool wie einfach nur spazieren gehen. Ne? So Leute, erstmal herzlichen Dank für die ganzen Kommentare und Hinweise unter den ganzen Clips, auch unter dem letzten Clip. Das freut mich tierisch. Mir ist dann mal aufgefallen, als ich in meinen Account eingeloggt habe auf der Homepage, ihr seht es schon hier eingeblendet, der REF-Code. Es sind tatsächlich welche dazugekommen, Leute. Ich habe die Punkte von euch bekommen durch die Eingabe des Codes. Herzlichen Dank an der Stelle. Willkommen hier auf dem Kanal. Willkommen bei Star Citizen und in der wundervollen Community. Wenn ihr so Anfänger seid wie ich in der ersten Staffel und es wirklich für euch alles neu ist und teilweise noch nicht so begreiflich, haut einfach Fragen in die Kommentare. Die Community ist der Renner, nicht nur die auf meinem Kanal, sondern überhaupt auch die Star Citizen Community hilft da mit Sicherheit, gibt auch Foren. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, haltet euch da nicht zurück. Hier ist, glaube ich, der richtige Anlaufpunkt für Noobs. Entschuldigung, dass ich es jetzt so ausdrücke. Für Anfänger, Beginner, aber natürlich auch für die Profis. Denn ohne die Profis könnten wir Noobs natürlich hier gar nicht fortbilden. Habe ich jetzt echt Noobs gesagt, aber ihr kennt mich. Ihr wisst, dass ich Noob nicht negativ meine. Ich bezeichne mich ja auch selbst als Noob. So, das zum REF-Code. Und für diejenigen, die Fragen haben, was kann ich überhaupt mit der Kohle machen? Denn ihr bekommt bei Eingabe des Codes, wenn ihr einsteigt, 5000 UECs. United Earth Credit heißen die, glaube ich. Das ist die zukünftige Ingame-Währung, mit der wir später bei Release auch tatsächlich Schiffe Ingame kaufen können. Ja, so soll das ja werden. Im Moment kann man im Voyager-Shop ein bisschen was kaufen. Ich glaube, Poster kann man da kaufen. Kostet aber so ein Poster 1000 UECs, meine ich. Meine sind schon weg, die ich damals bekommen habe. Ich habe Fische gekauft fürs Aquarium. Ne? Also ihr könnt auch ein Aquarium kaufen für 5000 von den Dingern. Dann sind sie allerdings weg. Ne? Umgerechnet knapp 6 Euro wert. Was geht noch? Falls jemand einen Buggy will und noch 11,95 € einzahlt, mit 15.000 UECs bekommt ihr diesen Buggy, den ich habe. Und 5.000 habt ihr praktisch durch die REF-Eingabe, noch 10.000 müsst ihr kaufen im Voyager-Shop, im Bledge-Store. Ich glaube 11,95 €. Aber ich will hier gar nicht so oft über Geld reden, trotzdem aber mal den Hinweis, dass man solche Sachen schon anstellen kann. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. So, wir fahren das Fahrwerk ein. Wir fahren etwas schneller. Fliegen etwas schneller, Entschuldigung, wir fahren ja nicht. Wir wollen jetzt landen, den Außenposten noch ein bisschen weiter erkunden. Da waren ja, glaube ich, noch zwei, drei Hütten offen. Der ein oder andere Tipp kam ja, dass ich mit ein bisschen Mühe auch sehen kann, was in welchem Wohnwagen sich verbirgt. Schauen wir uns jetzt an. Dann kaufen wir ein bisschen was. Ich glaube, Laranite oder Laranit oder wie auch immer man es ausspricht, habt ihr gesagt, bringt ziemlich viel Geld. Bevor ich jetzt hier angeflogen bin, habe ich auf Port Olisar natürlich nochmal geschaut und war tatsächlich, glaube ich, bei 50 irgendwie gestanden pro Einheit. Und danach kam als nächstes höheres Diamant. Ne? Diamant, vielleicht kann ich auch einen Diamant kaufen. Ich habe noch nie einen Diamant gekauft, Leute. Da bin ich wieder so ein Typ, ne? Da kompensiere ich es Real Life. Da kaufen wir hier Diamanten, verstehst du? Natürlich passe ich ein bisschen auf, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Da auch nochmal herzlichen Dank für die Warnungen. Auch für diejenigen, die es tatsächlich noch nicht angegangen sind und auch davor stehen, so wie ich. Kauft nicht zu viel ein, sodass euer Geld nicht weg ist, falls der Server abstürzt, weil dann verliert sich die Ware. So. Jetzt sind wir gleich da. Ich könnte natürlich noch ein bisschen schneller Gas geben. Mach mal Y hier raus, Alterle. Dann sehen wir auch, was wir hier tun. Wir können auch ein bisschen tiefer, oder? Ja, komm, gib mal ein bisschen Stoff. Gib mal ein bisschen Stoff. So flach fliegen wir nie mehr an, mein Freund. Übrigens, warum ich die Anflüge rausgeschnitten habe, die letzten zwei Folgen, ist einfach, weil als Ziel der Trip war, Jela anfliegen, Jela erkunden, Außenposten, bisschen Ware kaufen, heimfliegen. Ne? Das möchte ich wenigstens, auch wenn man es nicht speichern kann, im Clip so etwas abhandeln. Der nächste Anflug wird dann tatsächlich Korea sein, den wir wieder miterleben, und Selin. Ich freue mich tierisch drauf, Leute. Auch was ich gemerkt habe, weil ich es nämlich gerade von den Punkten gehabt habe, die
Nächste Stufe ist erreicht. Wir können jetzt tatsächlich, ohne dass ich farmen muss, dass ich den Alderle auf die Rennpiste schicke, können wir uns die Rennmaschinen jetzt im Electronic Access spawnen, im Arena Commander spawnen. Das heißt, ich muss die nicht mehr vorfarmen. Wir können ab Februar tatsächlich wieder Rennclips reinnehmen. Ich lasse mir was einfallen, dass wir ein schönes Format hinbekommen. Und deswegen auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr meinen Code benutzt habt. Denn so kann ich es hier in die Folgen mit einfließen lassen. Dann haben wir alle was davon. Ne? Und wir werden, und was ich auch gesehen habe, Leute, ich kann auf Port Olisar die ganzen Rennschiffe, die mit dem Electronic Access jetzt frei sind für den Account, ich kann die momentan alle spawnen. Wir hatten gesagt, Gegenschub mit 5. Das geht doch, oder? Ich muss nur loslassen, hat man gesagt. Jetzt pass mal auf. Also wir können zum Beispiel, wenn ihr Bock habt, Carrier auch anfliegen in der 350R oder in der M50. Können wir auch machen, Leute, solange das geht. Ich vermute nämlich, dass das irgendwann wieder wegfallen wird. Das weiß ich nicht, ob ich die jetzt bekomme im PU, weil wir den... Entschuldigung, jetzt muss ich nämlich gerade 3-4 Sachen gleichzeitig machen. Also ich kann die Rennschiffe spawnen im PU. Ich weiß nur nicht, ob das so gewollt ist durch die REF-Punkte oder ob das ein Bug ist. Vielleicht weiß da jemand was dazu. Das würde mich tierisch interessieren. Jedenfalls, solange es geht, würde ich es gerne mal machen. Fliegen wir mit der M50 nach Korea, dann sind wir schneller dort. So, meine Lieben, wenn Fragen sind, fragt mich. Hier müssen wir hin, ne? Lass mich mal kurz hinscrollen. 16 Kilometer. Ja, jetzt machen wir den Rest hier so ein bisschen zu Fuß. Zu Fuß in Anführungszeichen, das heißt, ich rase jetzt hier nicht runter. Ich habe übrigens auch diese OM-Punkte oben, diese Quantum Drive Zwischenpoints, die man anfliegen kann, um die Distanz zu verkürzen. Da kam nämlich ein Hinweis von euch, kannst du auch mittendrin abbrechen. Ich habe es heute tatsächlich geschafft, dass ich glaube, 200 Kilometer nur von Area hier weg war, von dieser Mining Area. Also da bin ich noch am Üben, aber beim nächsten Mal, wenn wir das natürlich auch mit reinnehmen, wenn solche Hinweise schon kommen. Distanzverkürzer, super, hat mir richtig geholfen, weil ich viel schneller jetzt hier war. Ne? So, nochmal kurz hingeguckt. Ja, ein bisschen schneller kannst du, Alter. Du musst nur jetzt gleich runterbremsen, wenn wir unter 10 sind. Flatz nochmal eins hin und dann fahr dein Fahrwerkausgleich. Wie schön es hier in dem Krater drin liegt, ne? So, ich würde sagen, jetzt hauen wir mal das Landing Gear ab. Mal gucken, wo wir rauskommen. Auch das ist mir schon gelungen. Das Anfliegen bei, glaube 35, 30 Kilometer dann erst abzubremsen. Das wird langsam, Leute. Da bin ich also herzlich dankbar über die ganzen Tipps, die bisher kamen. Ein bisschen schneller können wir noch. Zumindest mal so auf 200, würde ich sagen. 6, 4, 3. Man kriegt es auch irgendwann ins Gefühl. Und das ist eigentlich so meine Welt. Das Ganze nach Gefühl handeln. Die vielen Zahlen hier, die machen mich schon so ein ganz kleines bisschen wuschig. Aber nicht im positiven Sinne. Ne? Ich komme da schön durcheinander. So, jetzt von hier aus müssen wir langsam machen, Leute. Das Gebabbel war ja auch wichtig und gehört ja auch dazu. Ne? Ohne das Gebabbel wäre es natürlich nicht meine Staffel. So, jetzt schauen wir aber hier mal ganz gediegen rum. Schön, wie das hier drin gelegen ist. Ne? Lass uns noch mal ganz kurz, können wir uns das erlauben? Können wir uns das erlauben, dass ich noch mal ganz kurz rausschaue? Wow, ist ein bisschen arg steil. Aber dafür haben wir ja eigentlich diesen Neigungsmesser hier, ne? Dass ich hier nicht so viel Scheiße baue. So, du musst hier drücken. Wenn du die falschen Tasten drückst, wird es nämlich nichts. Das weißt du doch aber. Ja, da kommt es schon, Leute. Wir landen natürlich wieder etwas außerhalb von den Pads, dass wenn hier jemand sich was spawnt, unsere Schiffe nicht ineinander glitschen. Das habe ich schon von euch gelernt. Ich würde sagen, da vorne direkt zwischendrin ist eine wunderschöne Stelle. Natürlich gehen wir auch nochmal ganz kurz uns verabschieden von Jela, indem wir einen Minispaziergang machen da hinten. So ein bisschen auf die Eisfläche nochmal. So, Leute, ich glaube, zu sagen, zu können, zu wollen, zu sein. Wir gucken jetzt mal, wo wir hier gleich stehen, wie weit ich noch vor muss. Und dann ist alles gut. Ja, komm, das machen wir jetzt hier in dem Stil. Ey, warte mal, Alter, wenn du hier runtergehen würdest, weißt du, hier so, schön langsam, du hast ja Zeit. Es wird, glaube ich, dunkel, Leute. Wir werden heute tatsächlich die Dunkelheit hier noch mitkriegen. Geh mal ein bisschen runter. Ich glaube, wenn wir hier landen, das reicht doch. Welchen Posten hatten wir und welchen nicht, Leute? So, mach mal Y rein. Geht gerade nicht von hier aus. Muss ich wieder rein. Y gedrückt. Nee, das ist es nicht. Jetzt aber. Jetzt habe ich es. Nochmal mit F4. Irgendwie, heute zieht es nicht so richtig mit Y. Kann das sein, dass das nicht immer hebt? Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Nee, das hat nicht gegriffen, ne? Warum ist das manchmal so? Jetzt hat es gegriffen und wenn ich jetzt rausgehe, jetzt passt alles, jetzt kenne ich mich wieder aus. Das mache ich am liebsten, weil dann sehe ich auch ein bisschen was. Außerdem muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute, es macht mir auch tierisch Spaß, einfach zu sehen, wie das Schiff hier, also ich mag diese Außenansicht unheimlich, auch wenn es First Person ist. Ich kann so nicht fliegen, ne? Das kann ich auch nur am besten in First Person, aber ab und zu so zum Navigieren und zum Schauen, wie hier alles aussieht, finde ich das ganz gut. Ich glaube, hier landen wir einfach mal, Leute. Es ist schon langsam, Alterle, schön rein. Ja, machen wir doch ordentlich. Machen wir doch heute ordentlich. Guck mal, bei den Containern waren wir nämlich noch nicht.
Schon wieder eine Landung, Leute. Macht ein Strichchen auf der Leiste meiner Landungen. So, pass auf. Power haben wir gesagt, lass mal. Maschine machen wir einfach nur on. Engine off. Ist sie jetzt off? Habe ich sie off geschalten? Ich glaube ja, ne? Müsste ja irgendwie, jetzt kann ich nicht mehr abheben, ist klar. Passt. Wunderbärle. So, Leute, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal was einkaufen. Wir müssen auch noch zurückfliegen. Ich darf jetzt die Zeit nicht ganz vergessen. Ach, ist das herrlich. Es ist so schön. Leute, ich war am Anfang der Woche wirklich so ganz geknickt, weißt du, wegen verschiedenen, ja, zwischenmenschlichen Dinge. Finanzielle Sachen kennen da ja alle, prasselt auf uns ein, tagtäglich. Manchmal ist einfach das Maß voll. Auch das kennt jeder bestimmt. Und ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Hey, jetzt muss ich mich irgendwie runterkriegen. Aufnehmen konnte ich nicht. Ich habe es tatsächlich probiert und dachte, nee, wenn du jetzt hier aufnimmst, das merkt ja jeder, dass du hier so scheiße drauf bist. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Geh mal spazieren. Ingame. Geh mal ingame spazieren. Und das habe ich gemacht, Leute. Und ich war so begeistert. Wieso kriege ich das Tor nicht zu? Warum kriege ich das Tor nicht zu? War nicht hier auch ein Schaltmechanismus irgendwo seitlich? Wieso geht denn das Tor jetzt nicht mehr zu? Normalerweise kann ich doch einfach hier so klicksen. Vielleicht muss ich weiter wegstehen. Leute, das ging doch bei den letzten Malen immer. Ich habe übrigens auch den Buggy. Ich habe die alle wieder praktisch geclaimed, dass wir da sauber sind. Jetzt weiß ich gerade nicht, warum ich das Tor nicht mehr zukriege wie gewohnt. Power ist doch noch on, oder? Guck mal, wie er jetzt hier. Ja, ich weiß, das ist die Schwerkraft, Diggerle. Es tut mir auch tierisch leid. Ich kann momentan. Doch, jetzt habe ich es erwischt. Aber war nicht hier außen irgendwo auch so ein Schalter, weißt du, so ein Tableau, wo ich schön draufklicken hätte können? Früher waren die roten Punkte. Ja, wie auch immer, jetzt sind sie nicht mehr da. Jetzt wollte ich gerade sagen, Leute, was ist denn das da oben? Was ist das? Ich dachte, da ist was im Himmel, dabei ist es unser Schiff. So, damit auch jeder Bescheid weiß, wo wir hier stehen, lasst uns das ausnutzen, solange es hell ist. Ich gehe nämlich davon aus, Leute, wir kriegen den Sonnenuntergang tatsächlich nochmal eingefangen hier. Wahnsinn. Schön. Also, als allererstes gehen wir natürlich mal jetzt hier links lang. Denn wir sind das letzte Mal von da vorne angelaufen. Ne? Haben dann die mittlere Station, die große, da ausgelassen. Ich glaube, wir waren in der linken kleinen und in den zwei vorderen drin. Jetzt schauen wir über die Container. Jetzt schauen wir erstmal die Außen an. Ich freue mich so, das einfach hier zu abzulaufen, ist der Wahnsinn. Und wir haben erst eine, ich wiederhole, wir haben erst eine Außenstation angeschaut von Jela. Ne? Da ist noch ganz viel drin, Leute. Auch die Racing Clips, da überlege ich mir ein schönes Format. Mein Ziel ist, dass wir nicht wie beim letzten Mal einfach eine halbe Stunde Racing drin haben, sondern dass ich uns da schon eine Stunde, anderthalb Stunden Gameplay zusammenschneide auf eine gewohnte Cliplänge. Was ist denn hier schon wieder? Werden da sein Zeug stehen? Guck mal, wie verschrammert das Laptop ist. Kann ich den Pencil hier mitnehmen? Sind das nicht die Heal-Pencils? Wahrscheinlich ist das Popcorn, Alterle. Machen wir das Licht aus, ist gerade ein bisschen hell. Was ist denn das? Das ist doch Popcorn, Alterle. Komm, drück mal F und scroll mal hin. Lass uns mal das angucken. Food, Ration, Rations. Ja, das kann natürlich auch Weltraumnahrung sein. Danger ist klar. Danger ist mein zweiter Vorname. Ey Leute, die Sonne. Es wird tatsächlich hier dumper. Es wird dumper, Schatz. Na hier, die Sonne geht unter, wunderschön. Ich finde es echt toll, Leute. Guck dir das an. Das ist schon der Hammer. Es ist schon der absolute Knüllermüller. Wahnsinn. Und da ist es halt einfach schön, diese Außenansicht ein bisschen zu genießen. Weißt du? Indem man hier sein alterle Ego sieht, wie er vor den Frachtcontainern steht. Wir werden im Dunkeln hier abheben. Und da, guck mal, es wird langsam dunkel, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. So bin ich aber froh, dass wir noch im Hellen gelandet sind, tatsächlich. Denn, ach gut, aber es geht ja mittlerweile auch im Dunkeln. Man muss sich einfach Zeit nehmen. So. Wie war denn das jetzt? Guck mal, hier ist es noch hell. Wenn ich rübergehe, switcht erst die Dunkelheit so langsam rein. Also da ist noch ein Fade-Effekt drin, den ich nicht so richtig real empfinde. Achtung. Es müsste, glaube ich, schneller mitfaden. Aber das ist ja wurscht. Weißt du, hier hast du das Gefühl, es ist stockdunkel und dann da drüben ist es plötzlich wieder so. Aber trotzdem, ich finde den Fade-Effekt schön. Das ist nicht das Problem. Kennt ihr ja, ich bin Fanboy. Trotzdem ist es etwas weniger real. Gleich wird es dunkel werden. Was ist das hier für ein Brummi? Schau dir das an. Ist das ein Laserbohrer? Ist das ein Laserbohrer? Können wir den bedienen, Alterle? Können wir hier irgendwas machen? Wäre super geil. Schön draufdrücken. Keine Ahnung, was genau es ist. Guck mal, wie es dann von hier dunkel wird, ne? Station. Wahnsinn! Wunderschön, wunderschön. Ich freue mich so sehr auf die anderen Planeten, auf die anderen Atmosphären, auf die. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wirkt. Also, das ist momentan mein Spazierplanet, ganz klar. Ich will ja nichts vorwegnehmen, deswegen bin ich auch tatsächlich noch nirgends anders hingeflogen. Auch wenn diese eine Cutlass mal. Ey, wir können die M50 jetzt claimen, sage ich schon, holen. Das machen wir. Wir fliegen Korea an mit der M50 oder mit der Aurora und danach noch. Ich weiß es nicht. Ich will am liebsten alles gleichzeitig machen, ne?
So, meine Lieben, pass mal auf. Ich glaube, hier war man tatsächlich noch nicht drin. Jetzt schaue ich mal. Sehe ich hier tatsächlich auch schon was drüber stehen? Habitat. Habitation. Habitation. Gehen wir mal rein. Also, da stand zumindest was, ne? Depressure ist klar. Müssen wir. So. Flummdi-mumm, die Flum. Ich schaue mir die alle nochmal an. Und wenn ich sie 10 Mal anschaue, ich finde es einfach nur gut. Hier waren wir, glaube ich, drin, Leute. Dann haben wir den gesehen. Das waren die Büros, ne, wo hinten die Betten waren. Da waren doch die Betten, oder? Ja, richtig. An dem Post habe ich gesagt, bla bla, das haben wir schon gesehen. Da gehen wir jetzt nochmal raus. Falls jetzt jemand gerade reinschaltet und denkt, Alter, ich habe es noch nicht gesehen. Ein Clip vorher, ne? Ein Clip vorher, höchstens zwei. Ja, ist keine Werbung für meine Clips, aber doppelten Content sollte man natürlich irgendwie vermeiden. Zumindest hintereinander. Später können wir das immer wieder mal angucken, wie sie da steht, die Cutlass. Schöne Geschichte. Leute, den haben wir, glaube ich, ausgelassen. Den Bohrer da hinten haben wir gesehen. Ich glaube, das haben wir ausgelassen hier. Jetzt schauen wir mal, was steht denn hier? Ja, es ist wirklich so ein bisschen Mining Control. Jetzt habe ich es gefunden, dank euch. Das hätte ich jetzt aber, es ist mir nicht aufgefallen. Dafür war ich tatsächlich, obwohl ich gemütlich bin, schon wieder eine Stufe zu schnell, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Wir werden aber wahrscheinlich hier auch noch was entdecken, wenn wir schon eine ganze Weile in-game sind, an Stellen, an denen wir schon waren, ne? Sowieso, die kennt ihr die geilen Filme? Da gab es doch mal so eine Verarscher-Serie immer. Hotshots zum Beispiel war so ein Film, ne? Oder Scary Movie. Wenn man so einen Film dann dreimal anschaut und man entdeckt dreimal was Neues, ich finde es immer total gut. Ist auch so ein bisschen meine Humorgeschichte gewesen, gerade Hotshots. Mit Charlie Sheen, als er noch jung war und gesund. So. Alles klärle. Alles klärle. Jetzt schauen wir mal hier rein. Hallöle. Ist da gerade einer gelandet? Nee, das ist der Bohrer. Ich dachte gerade, wir kriegen Besuch. Ich hab gerade gedacht, wir kriegen Besüchle. Sind wir nicht hier reingekommen? Oh, hier war ich noch gar nicht drin. Schau's dir an. Schau's dir an hier. Ein Akkuschrauber. Welche Marke? Keine Marke. Wer weiß, welche Marken es gibt in der Zukunft. Coole Geschichte. Ich mag die Farben, Leute. Ich mag die Farben gerade. Control. Hier kann ich aber jetzt nichts machen, oder? Ja, Roger, du arbeitest ja nicht hier in der Minengesellschaft. Geh wieder raus. Jetzt gucken wir mal, dass wir halt wirklich auch was eingekauft kriegen heute. Ich glaube aber, das war nicht hier, ne? Zieh dir das rein. Du guckst hier raus. Es ist so fantastisch einfach. Es ist einfach gut. Hier ist noch mal was. Ne, da waren wir gerade, oder? Ist das derselbe Raum? Das ist derselbe Raum. Ich glaube, die bedienen hier die Bohrer. Kann das sein? Kann das sein? Auf jeden Fall müssen wir hier, glaube ich, raus. Hier wird gearbeitet. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir nicht arbeiten würden. Für Geld würden wir hier auch eine Runde abdrehen, Alterle, oder? So, meine Lieben. Jetzt suchen wir uns mal das andere Ding und wird auch gleich dunkel, dass wir zumindest noch einkaufen, wenn es hell ist. Gott, und die Zeit fliegt. Ich muss ja auch noch heimfliegen. Ja, das kriegen wir hin. Wir haben die Cutlass dabei. Das geht ruckzuck, wenn wir nicht irgendwo dagegen schrabbern. Wir haben ja den Cut. Guck mal, die Sonne ist weg, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Sonne ist weg. Es wird Nacht. Es wird Nacht auf Area 157. Nee, wir müssen schon irgendwie. Wo ist denn jetzt die Hütte? Ich glaube, das war da vorne, gell, wo wir hin müssen. Da laufe ich mal die Rampe hier hoch ordentlich. Machen wir nicht ganz so schnell, Alter. Jetzt ist die Sonne eh schon weg. Schön, aber wenn die Dämmerung hier einsetzt. Es hat auch jemand geschrieben, dass er das mit dem Sonnenaufgang, Untergang gar noch nicht so oft erlebt hat. Kann das vielleicht auch sein, dass wir hier einfach an einer Station sind, die öfters davon betroffen ist, ne? Es gibt ja auch auf der Erde Welten oder Länder oder Punkte, wo es einfach ewig lange hell ist nur oder so. Und da gibt es bestimmt auch Punkte, wo es früh dunkel und früh Nacht wird und früh hell wieder oder so. Vielleicht liegt es an der Rotation, dass genau Area, dass diese Mining Area an einem Punkt liegt, wo es einfach oft Sonnenuntergänge gibt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber bestimmt ist der ein oder andere technisch versierte Physiker wieder dabei, der mir sagen kann, ob es hier verhältnismäßig öfter Sonnenuntergänge gibt oder nicht. Ich glaube nicht, aber einfach Glück gehabt wahrscheinlich. So, ich glaube, hier müssen wir rein. So, alle Stoff mal ein bisschen durch. So ganz kleines bisschen, damit wir zumindest den Heimflug noch drin haben. Brauchst dich gar nicht drücken, du musst ja. So, steht hier auch was? Ich mach mal Storage, ja, also da sind wir doch schon mal richtig. Storage hört sich doch schon mal gut an. Ist genau unsers, kein Geld, aber Storage, ne? Bin mal gespannt. Also es geht heute nicht darum, dass wir Geld verdienen, ne, sondern tatsächlich den Vorgang als solchen mal erleben. Das ist das Ziel und da höre ich natürlich auf euch, nehme wenig Zeugs mit und wir werden zukünftig immer alles, was wir verdient haben, zu 50% in die nächste Dinge mit rein investieren. Dann haben wir im Fall des Verlustes, ne, so ein bisschen noch was über. Kann man das so sagen? Jetzt pass auf. Trading and Ship Konsole. Blam, wir drücken drauf. Jetzt muss ich hier mal genau schauen. Hier die Drake Cutlass. Wunderbar. Laranit 33 und oben hat es 53 gebracht und Diamanten haben die jetzt hier keine. Die haben hier gar keine Diamanten.
Dann nehmen wir natürlich Laranit. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe 46 Frachteinheiten. Ich kann aber wahrscheinlich, kann das so viel nicht. Aber was ist denn, wenn ich Maximum mache? 149 Units, Filling 2. Wow, ist das wenig. Aber ich habe gesagt, dass ich 10%, das habe ich mir so überlegt, wir nehmen 10% von unserem, von unserer Kohle, also von der Capital Roll oder wie man es nennt, Money Roll, keine Ahnung, also vom Gesamtgeld 10%. Das ist eigentlich schon, wenn man es in die heutige Wirtschaft überträgt, wenn ich an die Börse gehe, würde ich keine 10% einsetzen. Ne? Egal, das machen wir jetzt einfach. Wir kaufen das, Leute. Are you sure? Ja, bin ich. Got it. Jetzt muss ich hinscrollen. Nee. Your transaction has succeeded. 15 units of Laranite being delivered in your destination. The shipment will appear in your ship inventory shortly. Kann das sein, dass es jetzt schon... Also das Geld ist schon mal abgezogen. Ich kaufe jetzt auch nur das. Ah ja, oder? 502 AUEC. Ich gehe mal davon aus. Ja, aber das muss ich jetzt, das müsste jetzt dann im Schiff schon drin sein? Laden die das schon automatisch? Macht das alles er, während ich ihm den Rücken zudrehe? Oder steht es irgendwo und ich muss das noch verladen? Das wäre geil mit diesem einen, Ihr erinnert euch, wir haben mal so ein Schiff geholt, das eigentlich zum Transport gedacht ist von Leuten und von Ware, das nicht wirklich selber fliegen kann. Wie hieß denn das Teil? Ah, ich weiß den Namen nicht mehr. Ich habe sie unheimlich gern geflogen. Wir haben sie mal ausgeliehen in der ersten Staffel. So, meine Lieben, jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir heim. Alter, jetzt wird es langsam kalt hier und ungemütlich. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es wunderschön. Es sind ja keine Wettereffekte da. Du hängst hier, gell? Da muss man zügig drüber gehen, hat der Charlie gesagt. Jetzt geht's los. Jetzt hängen wir hier. Das wäre es natürlich. Gleich mal die ersten 500. Guck mal, ich komme hier nicht hoch. Der Alter, der hängt mir hier fest, Leute. Wir gehen da hinten lang. Mach mal den Helm jetzt an. Wäre natürlich super, mein erstes Mal Geld eingesetzt und tatsächlich alles weg, ne? Beschwör's nicht herauf. So, wir fliegen heim nach Port Olisar, Leute, verkaufen unser Zeugs. Dann chillen wir ab und nächstes Mal fliegen wir dann tatsächlich in den Wirkungsbereich von Selin. Erstmal schön außen rum, den Planet auf uns wirken lassen. Schön, guck mal, der Lichtkegel von der Kati. Jetzt habe ich sie Kati genannt, Alterle. Wir sollten uns was Männlicheres suchen. Obwohl der Cutlass Black Tango ja auch so ein bisschen Erotik hat. Und zwar richtig weibliche Erotik. Wie man hören kann. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht. Ja, ich muss immer schauen, weil hier kommt oft Musik. Ich blende ja gerne selber Musik ein. Ich will aber die Atmosphäre hier nicht versauen. Deswegen lasse ich hier meistens die Musik weg. So, Trakey Bakey. Auf geht's. Ich will mal gucken, ob meine Ware da ist. Sieht man das jetzt, ob die da ist? Sehe ich das irgendwo, Leute? Ja, da steht eine Kiste! Okay, ist nur eine. Egal, oder? Ist das nicht geil? Ja, da musst du näher hin einfach. Manchmal musst du einfach näher hin. Guck mal, Leute, unsere Ware. Unsere Ware. Nur Ware ist Ware. Naja, nur Bares ist Ware. Das heißt eigentlich, nur Ware ist Ware. Ist ein bisschen doof. Crystalline Minerals. Ja, geile Geschichte. Alterle. Wie kann man sich über so eine kleine Kiste freuen? Ist der Hammer, oder? Crystalline Minerals. Ja, geil, Leute. Da steht ein Kistle. Wir haben, da hätte man jetzt aber mit dem Buggy hier, da hätte man locker noch einen Buggy und einen Nox reinklemmen können, ne? So, Leute, komm, auf geht's, Heimat. Wir sind in 7 Minuten da. Das kriegen wir locker hin. Der Alter ist voll geübt. War jetzt eine gechillte Runde. Ne? Wir mischen natürlich. Wir mischen so gut es geht. Spaß und alles zusammen immer. Aber die gechillte Runde jetzt nach meinem kleinen, Aussetzer die letzten 3 Tage, die ist ganz okay so. So, jetzt müssen wir natürlich dran denken, dass wir hier kein Scheißeles bauen. Wir müssen, die Maschinen sind an. Ne, die Maschinen müssen wir anmachen. Power ist an. Engine on. Jo, da ist das gute alte Stückle. Über uns ist nichts. Kannst du also locker erstmal hier Orbits technisch Abheberles machen. Stopp. So, mein Lieber. Hört sich an, wie... Ist da gerade einer... Das kann natürlich jetzt schon sein, wenn wir Pech haben. Ich flitze einfach mal hier weg, Leute. Ich will natürlich, so gut es geht, meine Ware retten. Das Geräusch kenne ich doch. Das höre ich meistens nur, wenn mich was angreift. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch so ist. Hört ihr es? Das kann doch nicht sein, dass einer jetzt echt gewartet hat, bis ich eingeladen habe. Mach mal das Landeding weg. Ich denke gerade, der nimmt überhaupt keinen Speed auf, der Junge. Also da machen wir jetzt nicht lange rum hier. Ich guck mal, dass ich aus der Reichweite komme. Habe jetzt keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme es jedenfalls an, dass da gerade was war.
So, ich muss aber trotz allem irgendwie zumindest mal die Destination rausholen. Machen wir mal geschwind. So, pass mal auf. Crusader. Nehmen wir mal einen Doppelklick den Crusader rein. Dann brauchen wir, was brauchen wir denn, Leute? Erstmal würde ich sagen, reicht es, wenn wir Crusader anstürzeln. Set Destination, das müsste doch jetzt gehen. Erstmal Crusader. Da oben ist unsere Destination. Da sind wir jetzt wahrscheinlich aber auch noch ein bisschen weit weg davon. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich habe gerade die Orientierung verloren. Wie sehe ich denn jetzt hier mal ganz geschwind? Wie sehen wir denn hier mal ganz geschwind, Leute? Boah, da hinten, guck mal. So, muss vielleicht mal so rumdrehen. Entschuldigung. Ich finde meine Destination hier nicht, die ich jetzt ausgewählt habe. Da sind so viele Zeichen hier drauf. Wo sehe ich denn jetzt? Wie orientiert ihr euch da, dass ihr wisst, in welche Richtung es geht eigentlich? Ich meine, ich muss ja erstmal hier sowieso raus. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich geschwind weiß, wo ich hin muss. Ich meine, Crusader sieht man doch normalerweise auch optisch schon. Lass mal kurz gucken. Wahnsinn. Ist der Hammer, oder? Warte mal, geschwind, das müssen wir kurz uns geben. Ne, wisst ihr, was ich meine? Sorry, ich war jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Wie sehe ich denn jetzt? Ich habe ja die Destination Crusader jetzt gesetzt. Und wo erkenne ich jetzt, wo das Zeichen ist? Siehst du, diese ganzen grünen Marker hier. Hier ist ein orangener Marker. Ah, gut, den habe ich jetzt zufällig gefunden, weil halt Crusader auf der anderen Seite liegt, ne? Alles klar, aber dann gehen wir einfach mal weiter raus, bis wir diese anderen, bis wir raus sind, hier praktisch aus der Atmo. Dann springe ich da rüber, ne, über diesen OEM-Punkt. Das kriegen wir schon hin, aber ich wusste jetzt nicht spontan, wie ich rausfinde, dass das meine Destination ist, die ich gesetzt habe. Jetzt flitzen wir mal raus. Jetzt müssen wir erstmal raus, dass wir überhaupt Quantum Drive benutzen können. Und dann wird das schon werden. Schön. War ein bisschen holprig jetzt, ne? Aber ist ja auch mein erster Heimflug, wenn man es genau nimmt. Ist mein erster Heimflug, Leute. So. Jetzt verschwinden die Dinger. Das heißt, die Anzeige ist weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt, Leute, dass wir jetzt da sind, wo ich hinwollen, ne? Wir machen mal langsam. Wir machen mal langsam. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren, das ist klar. Die Destination haben wir gesetzt. Die ist dann hier. Und wann sehe ich diese Sprungpunkte, die ich brauche? Müssten wir doch jetzt schon sein. Ne, jetzt bin ich wieder praktisch hier. Jetzt habe ich wieder die Anzeige. Also muss ich noch weiter raus, ja? Dann fliegt doch mal Kerzen gerade hoch. So. Lalali, lalala, lala. Ja, kurzer Moment, Leute. Ich bin da noch nicht ganz so geübt, wie ihr merkt. Das schaffen wir wahrscheinlich doch nicht in 7 Minuten. Habe ich gerade eine große Gosche gehabt, gerade eben, weißt du, wo ich gesagt habe, hier 7 Minuten sind wir daheim. Daheim und verkauft. So. Wie kriege ich das jetzt hin? Jetzt pass mal auf, jetzt fliegen wir erst sowieso erstmal Kerzen gerade, dass ich die Sprungpunkte bekomme. In der Zeit gehe ich nochmal hier kurz rein. Cry Astro brauche ich nicht. Und hier müsste doch jetzt aber auch irgendwo Port Olisar sein. Dann kann ich doch das gleich als Destination mir mal hier reinnehmen. Wenn das zulässt. Hier ist Port Olisar. Da war es gerade hier. Hier, ne? Port Olisar. Set as Destination. Moby Glass zu. Ja, mach's zu, Alter. Jetzt habe ich eine Destination gesetzt. Jetzt sind wir auch weit genug raus. Jetzt müsste das normalerweise möglich sein, dass ich hier irgendwie den Quantum Drive anstrenge. Schauen wir mal ganz kurz. Ich bremse jetzt mal runter, orientiere mich in aller Ruhe. So viel Zeit muss sein, Leute. Wir sind nämlich immer noch nicht in der Reichweite. Es ist immer noch versperrt hier. Jetzt müssen wir aber den Jela wunderschön sehen. Jetzt haben wir aber die ganzen Sprungpunkte hier, ne? So, wir müssen auf die andere Seite. Und wo ist dieser Marker, der mich darüber bringt? Wo ist dieser Marker, der mich darüber bringt? Hier ist Crusader. Vielleicht sollte ich doch Crusader erstmal anvisieren. Sag mal, wo ist denn dieser OM-Punkt? Wieso kriege ich den hier noch nicht? Bin ich noch zu weit unten? Kann das sein, dass ich noch zu weit unten bin? Ich nehme es fast an jetzt, weil ich sehe nirgends. Hier ist versperrt. Da drüben sehe ich auch nichts. Ja, dann fliegen wir einfach mal weiter in die Richtung vom Crusader. Ein bisschen noch weiter raus. Muss ja irgendwann... Müssen die ja kommen normalerweise, ne? Sag mal, kann ich eigentlich nicht wie früher noch diesen manuellen Quantum Drive probieren? Weißt du, man hat doch früher hier einfach so... Das geht nicht. Okay.
Kurzer Moment, Leute, da machen wir halt heute wieder ein bisschen länger. Ich kann es nicht ändern. Ich will das heute zu Ende führen, egal wie lange es dauert. Vielleicht soll ich irgendwas rausschneiden? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So. Jetzt habe ich halt noch nicht ganz raus, wie hoch. Jetzt ist ja auch die Höhenanzeige wieder verschwunden, ne? Wie hoch muss ich denn, dass ich diese Marker hier erwische? Ich flitze einfach mal noch ein Stück weiter raus, ne? Oder soll man hier einen Schnitt machen, bis ich auf Kurs bin? Ach, jetzt lassen wir es mal. Jetzt kam gerade eine Anzeige. Könnte sein, dass das das war, was ich gesucht habe. Brems mal runter. So. Ich muss halt irgendwie dahinter springen jetzt. Jetzt bin ich auf Null. Jetzt schauen wir uns nochmal um. Ganz gemütlich. Neigungswinkel ist klar. Dann neigen wir uns mal noch hierher. Ja, aber jetzt müsste ich doch theoretisch hier irgendwo hinhupfen können mal. Wisst ihr, was ich suche? Diese OM-Punkte wundern mich gerade, dass ich die hier nicht habe. Da könnt ihr ja mal Bescheid sagen, wenn ihr Lust habt, ob ich da noch zu nah auf Jela war. Das weiß ich nämlich gerade überhaupt nicht. Komisch. Sonst hätte ich gesagt, ich hüpfe da kurz rüber, weißt du? Also hier will ich hin, das heißt, ich muss tatsächlich noch höher. Boah, das wird wieder eine längere Geschichte gerade. Weißt du was, ich mache jetzt einen Schnitt, bis ich die OM-Punkte gefunden habe, sonst wird der Clip wirklich zu lange, Leute. Ich muss ja auch noch hochladen und alles, ne? Wir sehen uns jeden Moment wieder hier. Willkommen zurück, der Schnitt war nicht wirklich lange. Eine Minute noch weiter in die Höhe geflogen und dann wurde der Sprungpunkt Crusader frei. Ich habe nochmal umgestellt, zurück auf Crusader von Port Olisar, weil ich gedacht habe, vielleicht springe ich doch erstmal über den Planet. Und tatsächlich, jetzt ist es auch frei geworden. Was ich jetzt nicht geschaut habe, ob die Marker da sind, die ich gesucht habe, das wundert mich so ein bisschen. Aber jetzt brauche ich es auch nicht mehr, weil jetzt können wir nämlich direkt hinspringen. Das machen wir jetzt auch. Crusader, dann Port Olisar, Lande-Request verkaufen und dann sind wir daheim, Leute. Auf geht's. So. Kurzer Moment, schauen wir uns das natürlich von außen an. Ah ja, geiles Bild, guck dir das an. Yo, nochmal geschwind hier ein Stück Jela mitgenommen. Herrlich. Ja, also den Landeanflug, der klappt mittlerweile. Also was diese Mining Area angeht, die werde ich jetzt immer ganz gediegen anfliegen können. Da habe ich keine Angst mehr davor. Das Abheben war jetzt ein bisschen holprig heute. So, meine Lieben, Crusader Hammer. Bremsen wir mal runter. Und dann würde ich fast sagen... Warum steht hier Cooldown? Was ist das hier für ein Cooldown? Da ist wieder, jetzt sind die Sprungpunkte da. Okay, also das muss ich noch lernen, da habe ich noch keine Ahnung davon, wann, wie, wo, was sich wie verhält. Aber auch das kommt mit der Zeit, denke ich mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall unser Port Olisar. Das ist hier. Fahr mal näher hin, zieh es dir mal hoch, dass man es schön sieht. Da ist es doch gerade gewesen. Fahr mal zurück, hier. Port Olisar, Set Destination. Ich mache es jetzt halt immer so, so kenne ich es und so klappt es auch meistens. Und jetzt wäre wieder interessant zu wissen, wo der Punkt ist. Hier sehe ich jetzt tatsächlich nur einen. Und das ist auch unser Sprungpunkt. Aber gerade eben habe ich es nicht gefunden, weil so viele Punkte da waren. So, Port Olisar, meine Lieben. Seid ihr bereit? Ich probiere so sauber wie möglich hinzukommen. Ja, jetzt sind wir natürlich schon 10 Minuten, glaube ich, statt 7. Aber ist egal. Ist ja egal. Hauptsache, wir sind noch drin, wir sind nicht rausgeflogen und unsere Ware ist noch da. So, nochmal kurz ein Blickle. Ein Blickchen riskieren. Da kommt der Alterle mit Ware heute. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt darfst du nur nicht viel Scheiße bauen, Alterle. In der Form. Ne, so, erstmal kurz hier langsam. Dann gehen wir rüber. Holen uns eine Landeerlaubnis. Port Olisar Landing Service. Bisschen näher hin. Ich glaube, ich muss drehen, gell? Landing Bay? Sehe ich jetzt eigentlich von hier schon? Wo ich darf und wo nicht? Too close. Das könnte sein, dass er das hier von uns will. Da ist es doch. Da landen wir jetzt, Leute. Pass mal auf, wir fliegen durch den Ring. Denk dran, du hast Ware dabei heute, Alterle. Du musst jetzt hier einfach nur noch landen und verkaufen und dann sind wir safe. Willst du jetzt echt durch diesen Ring hier fliegen, oder? Manchmal hat er seinen eigenen Kopf, Leute. Das bin dann nicht ich, ne? Das macht dann schon er. Das macht dann schon er für uns klar. Was machst denn du, Alterle? Boah. Boah, Alterle. Da ist eine Fliege gerade. Haben wir schon Frühling? Weiß da jemand was? Langsam, langsam. Einfach langsam auf dem Ding. Das macht es jetzt alles automatisch, Digga. Du musst jetzt nur noch automatisches Landen aktivieren. Yo, Alterle. Mit Erlaubnis gelandet, Leute. Natürlich automatisch. Hier habe ich jetzt keinen Kunstwägler mehr gemacht. So kurz vorm Ziel wollte ich uns da nicht aufgeben.
Ist das geil, diese Begrüßung da, das ist der Wahnsinn, oder? So Leute, jetzt machen wir es aber ganz gediegen. Jetzt würde ich nämlich fast sagen, wir machen erstmal die Maschinen aus. Ja, wir lassen es so. Könnte ja sein, wir machen jeden Moment dann wieder einen Abflug. Verkaufen, Kaffee trinken, Abflug, weißt du? So. Ist das cool? Was ein schönes Gefühl, oder? Wie war das bei euch, als ihr das erste Mal mit der Ware, mit der Fracht hier angekommen seid und verkauft habt? Das erste Mal festzustellen, dass das jetzt funktioniert, dass man jetzt damit ein bisschen Geld machen kann, Spaß haben kann. Wir werden hier natürlich jetzt zukünftig unser Geld ranholen. Natürlich machen wir auch Missionen, aber eher zum Spaß, als dass wir da den großartigen Kohlesägen. Wahnsinn, guck mal, hier musst du aufpassen, Digga. Ist nicht gerade deine beste Landeplattform, mach mal einen Helm an. Yo, Baby. Guck nochmal. Ne, du musst ein Stück weiter hintere noch. Das habe ich vorhin schon gehabt, das Problem. Haben wir nämlich vorhin schon mal nicht hingekriegt. Komisch. Eigentlich ist es auch wurscht, die paar Meter. Ja, wieso geht es nicht? Ich verstehe es manchmal nicht, Leute. Ah, ist ja wurscht. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach rein. Wir lassen das jetzt offen. Ne? Ich gehe ja dann nachher eh gleich offline. Da war's. Ein bisschen Geduld vielleicht einfach nur. Aber die letzten Male hat es funktioniert ohne Probleme. Ne? So, Leute, es tut mir leid. Es wird ein 40-Minuten-Clip. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ich will aber nicht drin rumschneiden jetzt. Ich werde es einfach zukünftig. Ja, so, es pendelt sich wieder ein. Irgendwann werde ich ja wissen, wie lange was dauert. Am Anfang halt wieder ein Haufen Geschwätz drin, weißt du? So. Hallöle. Der Alterle will einfach nur verkaufen und ins Bett, ne? Also da müssen wir jetzt durch. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir überhaupt was verdienen. Nicht, dass die Kurse sich gerade geändert haben. Schön. Servusle. Ich grüße euch. Grüßt mich zurück. Guck mal, wie zielstrebig. Wie zielstrebig. So, meine Lieben. Jetzt bin ich mal gespannt hier, aber tierisch, wie ich das wieder verkaufen kann. So, stopp. Ah, das war das mit dem Lichtkegel, da kam auch ein Hinweis. Jetzt, wir machen auf jeden Fall hier oben Sell. Sell. Cutlass. Und das hier, ne? Und da will ich alles wieder verkaufen. Wow! Guck mal! Yeah, got it. Hey, er got it, Alter. Ne? Hey, Leute, wir haben jetzt 1180 AUC gemacht. Hammer, ne? Dann können wir beim nächsten Mal 1000 einsetzen. Und wenn wir die verlieren, haben wir immer noch 181 gute. Also fürs nächste, der nächste Deal läuft mit 1000 ab. Danke für die ganzen Tipps, Leute. So weit bin ich schon gekommen. Hauptsächlich durch eure Hinweise und Tipps. Super Geschichte. Ich freue mich gerade tierisch. Bäriger Moment. Schöner Moment, um auch auszumachen. Wenn es am schönsten wird, soll man ausmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir auf jeden Fall Anflug Selin. Ihr könnt ja sagen, ob wir einen Racer nehmen sollen. Weil das wird, wie gesagt, einfach nur mal ein Hinflug. Oder wir fahren mit der Aurora. Und die erste Landung machen wir natürlich auch mit der Aurora auf Selin. Und dann wieder mit der Cutlass Ware holen. Und Außenposten anschauen. Was weiß ich alles. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.